Amen. Gepriesen der Herr, der uns hält, der uns immer hierher führt. Wir hatten einige Tage Regen, andere Gegenden in Deutschland sind unter Wasser. Jetzt scheint die Sonne, aber wir sind hier, trotz des schönen Wetters, weil, wie der Bruder es sagte, wir haben einen Kampf, den wir machen müssen. Ob wir den jetzt hier machen, ob wir den in Griechenland, ob wir den in Indien machen, der Kampf ist überall derselbe. Wir kämpfen gerne, so sagen wir es, gegen den Feind, ja, aber wir haben einen ganz anderen Feind. Der sitzt hier oben drin. Wir selber müssen gegen uns kämpfen. Und wenn wir das erkannt haben, wenn wir uns erkannt haben, dass wir schwach sind, dass nicht der Feind uns immer ein Bein stellt, wenn wir nicht wachsam sind, dann kann er das machen. Aber wenn wir im Gebet sind, wenn wir in der Gemeinschaft der Geschwister sind, wenn wir im Wort sind, dann kann er uns nichts tun. Nur wir selber, wir können sagen, was soll das, 30 Grad, ich gehe jetzt in den Biergarten oder ich mache jetzt alles Mögliche, aber sitze nicht hier. Aber der Herr sagt es uns in einem Vers im Matthäusevangelium, Kapitel 12, Vers 29. Oder wie kann jemand in das Haus des Starken hineingehen und seinen Hausrat rauben, wenn er zuerst nicht den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Uns hat auch jemand beraubt, mich, vor 11 Jahren. Weil alles, was ich vorher hatte, als ich vorher als Leben bezeichnet habe, das hat man mir genommen. Warum? Wahrscheinlich hat jemand gebetet und gesagt, das ist doch ein Mensch, warum errettet der Menschen den nicht, der Herr ihn nicht? Und wir sollen es genauso machen. Wir sollen nicht einfach hingehen und sagen, hast du schon vom Herrn gehört? Nein, wir müssen vorher beten, damit wir Kraft schöpfen, damit wir Worte finden, weil wir wissen nicht, was der andere in seinem Herzen hat. Weil wenn wir vom Herrn Zeugnis geben wollen, müssen wir bereit sein, ihm all das zu nehmen, was er in seinem Leben für wichtig erachtet hat. Manchmal hören wir dann Worte, die uns vielleicht nicht gefallen, die uns zum Stolpern bringen, wenn wir nicht im Gebet sind. Und wir haben es sehr oft, dass wir, wie der Bruder es sagte, das Wort schenkt uns die Grenzen, aber wir dehnen sie ein bisschen. Wir dehnen sie ein bisschen und erkennen doch nicht, dass unsere Seele dabei leidet. Weil Gottes Wort gibt eigentlich relativ enge Grenzen. Und wenn ich so zurückblicke, der Bruder sagte, wir sollen nicht zurückblicken, ich schaue jetzt mal zurück auf die letzten 11 Jahre. Mir fehlt nichts. Die Menschen sagen, dann muss ich das aufgeben, muss das tun. Mir fehlt nichts. Der Herr ist gnädig, wir haben alles, wir haben Frieden, wir haben Freude, Dinge, wo die Menschen draußen danach jagen, danach suchen, alles Mögliche anstellen und doch erkennen, nicht erkennen, dass es nicht dauerhaft ist, was die Menschen in der Welt finden können. Deswegen, Geschwister, wir müssen wachsam sein. Der Bruder sagte es, vielleicht verspätet sich der Herr. Der Bruder Savas sprach von dem Mahlzeichen. Naja, wenn man die Bildzeitung liest, liest man da nichts davon. Aber meine Frau schimpft immer, weil ich so viele Zeitschriften da liegen habe. Ich lese Computerzeitungen. Und da liest man das sehr oft, dass immer mehr Firmen versuchen, ihre Mitarbeiter zu chippen. Diesen kleinen Chip hier rechts in die Hand hinein. Man merkt den nicht, man hat viele Vorteile damit. Man kann damit im Urlaub am Strand liegen und kann sich dann trotzdem einen Kaffee oder was weiß ich holen, weil man kein Geld braucht. Sie versuchen es uns schmackhaft zu machen, aber wir müssen daran denken, Geschwister, wenn das kommt, dann ist der Herr sehr nah. Da verspätet er sich nicht, sondern er ist gnädig und barmherzig, weil er erkennt, vielleicht sind wir noch gar nicht bereit, weil wir nicht so sehr im Gebet verharren, wie wir es vielleicht müssten. Manchmal höre ich merkwürdige Sachen, was mir Geschwister erzählen, was so beschlossen wurde. Ich gebe nichts drauf, weil wenn es wahr und wenn es wichtig ist, wird es von hier oben verkündigt. Aber Fakt ist, wenn wir nicht mit dem Herrn verbunden sind, dann sind wir ein leichtes
Opfer von den, vom Feind, aber auch von uns selber. Das, ne, ist doch nicht so schlimm. Das ist der kleine Fuchs, der uns den Weinberg zerstören kann. Ist ja nicht so schlimm. Machen doch alle. Machen auch Geschwister, kann doch nicht so schlimm sein. Wir sollen nicht auf Geschwister gucken, sondern wir sollen auf den Herrn gucken. Was hat der Herr gemacht? Und wir sollen uns fragen, was würde der Herr machen, wenn er jetzt an meiner Stelle wäre? Und dann kommen manchmal Antworten heraus, wo wir dann vielleicht ehrlich bekennen müssen, ups, der hätte es mit Sicherheit anders gemacht, als ich es getan oder auch nur gedacht habe. Und wenn wir diese Erkenntnis haben, dann werden wir vermutlich auch bereit sein, weil er wird kommen in einer Stunde, wo wir es nicht glauben. Wir wissen, morgen ist Sonntag. Wir wissen, Tag drauf ist Montag. Wir wissen von der Katastrophe noch nicht. Aber wir wissen nicht, wann er herkommt. Wir wissen auch nicht, was heute Abend ist. Wir wissen nicht, was morgen ist. Aber wenn wir bereit sind, wenn wir mit dem Herrn verbunden sind, wenn wir uns in seine Hände, in seine Arme begeben, dann kann uns nichts geschehen. Wir hatten heute ein bisschen Diskussionen, meine Frau und ich. Fahren wir, was machen wir denn? Sag ich, was ich machen will, das weißt du doch. Ich will hier hin. Und dann haben wir ein bisschen gesprochen, dann also bin ich hochgegangen, habe gebetet und bin auf die Knie. Und der Herr sagte zu mir, sie kommt gleich. Und dann kam sie und sagte, wie schnell kannst du denn fertig sein? Durch 10 Minuten. Dann sind wir ins Auto gegangen und sind losgefahren, ohne große Vorbereitung. Und der Herr hat, wir müssen immer durch Darmstadt fahren, von einer Ampel zur nächsten. Die waren alle grün. Alle Wege frei. Ferienzeit, Stau, alles frei. Weil wir mit dem Herrn sein wollen. Wenn der Herr sieht, dass wir mit ihm sein wollen, dass wir ihm nahen wollen, dass wir dahin gehen, wo er uns haben will, dann werden wir erleben, dass die Türen offen sind, dass die Wege frei sind. Wenn wir jetzt gesagt haben, na komm, wir fahren mal ein paar Tage zum Wandern in die Fränkische Schweiz, dann wären wir wahrscheinlich von einem Stau in den nächsten gefahren und hätten alle Umleitungen mitgenommen, weil das ist nicht der Wille des Herrn. Deswegen, wir können es an solchen kleinen Beispielen, wenn wir es denn erkennen wollen, dann können wir es sehen, dass wir auf dem rechten Weg sind. Der Bruder sagte es vorhin, wir haben da diese Streifen, er ist ja die gleiche Autobahn gefahren, da fehlen sie ab und so, deswegen machen sie auch gleich 80. Ja, weil die Menschen irgendetwas brauchen, um geführt zu werden. Auch wir brauchen das. Was wir haben, das haben wir hier. Das ist das, was uns führt, was uns den Weg leitet. Wenn wir es denn öffnen, wenn wir es denn lesen. Und wenn wir es nicht verstehen, wenn wir hier im Matthäus-Evangelium ein paar Kapitel vorblättern, ich habe es auch, glaube ich, letztlich schon mal gesagt, da steht in den Seligpreisungen, selig sind die geistig Armen. Nicht die Dummen, sondern die nicht jedes Wort so lange rumdrehen, bis sie total verwirrt sind, sondern einfach sagen, ich verstehe es nicht, aber ich glaube es mal. Da auf dem Glauben wird dieses Haus gebaut. Und wenn wir diesen Glauben nehmen und das erstmal glauben, was hier steht, irgendwann, wenn wir im Gebet sind, wird der Herr uns schon wieder ein Wort geben, ach, so ist es. Dann lesen wir wieder was, dann gibt der Herr uns wieder etwas, dass wir es verstehen. Er sagt es ja auch an anderer Stelle, wir es erkennen wie im Spiegel, wie in einem Puzzle. Aber erst wenn wir mit dem Herrn sind, werden wir alles verstehen. Deswegen, Geschwister, lassen wir uns nicht entmutigen lassen, glauben wir nicht, dass der Herr sich verspätet, sondern dass er uns Gnade schenkt, dass wir uns zubereiten können für die Zeit, die kommt. Weil ich kann euch sagen, ich habe in letzter Zeit so viele Artikel gelesen über das Chippen, nicht nur bei Haustieren, damit haben sie angefangen, sondern über Menschen. Und viele Menschen machen es auch freiwillig. Und da wird es mir ganz Angst und Bange. Mich fragte jemand, und nimmst du, sag ich, um Gottes Willen, weißt du nicht, was geschrieben steht? Doch, ach, das ist doch alles. Wenn man darüber spricht, das hat mich verblüfft. Ich wusste das, bevor ich zum Herrn gekommen bin, nicht. Und auch erst, als ich da hinten gelesen habe, viele Menschen wissen das. Ich bin ganz verblüfft gewesen. Immer wieder spreche ich, sage ich, nee, ich will das nicht, weil es nimmt ein schreckliches Ende, weil so steht es in Gottes Wort und die Menschen wissen es. Und dann sage ich, warum machen Sie es trotzdem?
weil sie eben nicht geistig arm sind, weil sie nicht einfach glauben, dass das, was hier steht, auch eintritt. Weil wir sind ja heute im Jahr 2017, wir sind ja viel, viel weiter als zu der Zeit, als das geschrieben wurde. Nur der, der das in Auftrag gegeben hat, der es schreiben ließ, das war der, der alles geschaffen hat. Und der weiß, was auch in 2000 Jahren sein wird. Deswegen, Geschwister, wir müssen diesem Wort vertrauen und uns die Kraft nehmen im Gebet. Und dann wird auch vieles von uns verschwinden. Und dann können wir mit Freude den Herrn erwarten, weil ich bin der festen Überzeugung, wenn ich all dies zusammensetze, diese kleinen Puzzlestückchen, zeigt es mir, ich muss mich noch mehr beeilen, dem Herrn nahe zu kommen, damit ich hoffentlich auch bereit bin. Wir hoffen, dass die Geschwister, die im Urlaub sind, sich nicht ablenken lassen von dem Weg, nicht der Versuchung anheimfallen, weil da, wo man viele sehen kann, da ist auch viel Verführung, sondern dass wir für sie beten, dass wir für sie eintreten. Wir haben es, Bruder Gerhard, gesehen, wir haben für ihn gebetet und es geht ihm besser und der Herr wird Gnade schenken. Deswegen glauben wir an die Macht des Gebetes, nutzen wir sie und dann werden wir, so der Herr dann demnächst kommt, in Einigkeit mit ihm sein. Der Herr möge den Rest des Abends übernehmen. Amen.